Grüß Gott und hallo, mein Name ist Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder-, Jugendarzt hier in meinen Räumen, begrüße ich Sie. Trampolin, das Trampolinspringen, ein super toller Sport, der unheimlich viel Spaß macht, mir allerdings in der Sprechstunde nicht immer. Fast in jedem Garten steht heutzutage ein Trampolin, meist von der größeren Sorte. Und ich gebe zu, mir gefällt es auch, wenn Kinder Spaß haben, darauf rumhüpfen, ihre Koordination und ihr Gleichgewicht üben und sich grundsätzlich einfach bewegen. In der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. Und sowohl die Kleinen als auch die Großen bis hin zu den Erwachsenen haben dabei ihren Spaß. Alles gut soweit. Wenn nur eines nicht wäre. Und zwar wird leider die für mich goldene Regel des Trampolinspringens nicht eingehalten. Und was ist die goldene Regel des Trampolinspringens? Es bedeutet, immer nur einer allein soll auf dem Trampolin hüpfen. Warum? Wenn ich einen Patienten habe, der sich am Trampolin oder beim Trampolinspringen verletzt, dann ist die Antwort auf meine Frage, bist du allein auf dem Trampolin gesprungen, immer, nein, wir waren zu mehrere. Warum ist diese goldene Regel so wichtig, dass nur einer allein auf dem Trampolin springt? Erstens, die Situation, dass ein Kind startet und ein Kind in dem gleichen Moment landet, führt zu einer Vervielfachung der Kräfte, die auf die Gelenke einwirken. Zweitens, wenn die Kinder in der Luft ausgleichende Bewegungen machen und sich mit dem Ellenbogen gegenseitig im Gesicht verletzen. Drittens, wenn sie aufeinander hüpfen mit ihren Füßen, sich dabei böse Prellungen und Quetschungen zufügen. All das kann nur passieren, wenn mehrere auf dem Trampolin sich aufhalten. Deshalb meine Bitte, meine dringende Bitte, für Sie als Eltern und für euch als Jugendliche und als große Kinder, hüpft alleine auf dem Trampolin. Ich gebe zu, es macht mehr Spaß, wenn man zu mehreren hüpft. Aber glaubt mir, die Verletzungen, die ich sehe, sind kein Spaß. Was kann man tun, um das etwas leichter in die Tat umzusetzen? Ich empfehle in diesem Zusammenhang die Benutzung einer Eieruhr oder eines Stundenweckers, wo man 3 Minuten einstellen kann. Und wenn die 3 Minuten um sind und der Wecker klingelt, dann ist dieses Gerät schuld daran, dass der Spaß ein Ende hat und das nächste Kind drankommt, aber eben kein böser Erwachsener oder sonst irgendjemand. Einfach eine Eieruhr zum Trampolin hinzulegen und diese Regel einführen. Und dann steht dem Spaß beim Trampolinspringen nichts mehr entgegen. Bei Babys ist alles klein, die Nase auch und die Nasengänge. Das heißt, es braucht nicht viel und die Nase ist zu. Und das ist ein Problem. Heute schauen Sie sich zunächst einmal einfach dieses Bild an. Sie erkennen ein Kleinkindgesicht und lauter schwarze Punkte, 4 Stück. Das waren einmal 4 schöne Schneidezähne. Warzen bei Kindern. Warzen sehe ich in meiner Sprechstunde häufig, weil sie häufig vorkommen und weil Eltern oft am Anfang nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oft wissen sie nicht mal, dass es Warzen sind.